Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Heute ist der Geburtstag von jemand ganz Besonderen, oder? Meine kleine Laura. Wird heute nämlich 7. Kleine Laura? Mein Schatz. Der Papa ist gleich gekommen. Ja, auf jeden Fall ist heute Laras Geburtstag. Der Papa war vorhin in der Kirche und ist jetzt gerade nach Hause gekommen. Hey! Begrüßt uns bei dir. Was ist das? Hab ich schon lange nicht mehr gesehen, aber. Hey! Ah! Alles bitte zu Geburt. Oh, mein Jetti. Und die riechen ganz gut. Oder? Ja, gleich. Wie war es in der Kirche, mein Schatz? Das war gut. Oh, bitte. So, meine Lieben, und ich werde jetzt die Torte fertig backen. Ich habe ja gestern schon begonnen und habe den Boden gebacken gestern am Abend. Und jetzt werde ich die Cremes machen und sie dann stapeln. Währenddessen packt der Papa die Geschenke ein. Wir sind richtig vorbereitet. Okay. Ja, wie immer halt. Aber ist ja alles kein Stress, ne? So, jetzt beginnt der lustigste Teil, den finde ich immer bei Torten backen, die Schichten. Und ich habe hier schon, ja, dieses, wie heißt das? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe das schon jahrelang. Auf jeden Fall dieses Ding, was sich rollt, das so viel rollte, dreht. Da habe ich jetzt einen Ring drauf getan, denn in dem habe ich auch die Böden gebacken. Auf 18. Und jetzt werde ich anfangen zu schichten. Überlegen wir, dass ich unten beginne. Machen wir diese hier. So, jetzt kommt auf jeden Fall die. Es ist eine Raffaello Himbeertorte, deswegen habe ich hier Raffaello Creme gemacht. Und ich würde mal sagen, let's go. Let's do it. Yes. Wie das von oben ausschaut, nämlich so. Also, da ist jetzt schon Tortenboden, den habe ich verkehrt herum reingelegt. Jetzt die Raffaello Creme drüber und die schaut so geil aus. Schaut mal, man sieht überall diese Mandeln aus der Raffaello Creme, dann diese ganzen Vanille. Da drauf mache ich jetzt noch Himbeeren. Muss ich da irgendwie reindrücken, steht, oder? Also in die Creme setzen. Die müsste ich da jetzt reinmachen. Was sagst du? Ein Drittel zumindest. Ein Drittel. Ja, machst du eine schöne Form so. Das sieht man ja gar nicht beim Aufschneiden. Ja, dann mach so und dann in der Mitte ein bisschen. Geht einmal darum, dass jeder eine Himbeere hat beim Schneiden. So, jetzt kommt sie mit mir in das Wohnzimmer. Wir werden gemeinsam auch das Zimmer dekorieren. Die Lara und die Luisa sind noch unten beim Patrick im Zimmer. Die spielen ein bisschen an der Playstation. Und wir können gemeinsam in Ruhe das Zimmer dekorieren.
jetzt geht's weiter. Die Torte war jetzt im Kühlschrank. Ich habe jetzt währenddessen auch die Buttercreme gemacht. Das ist schon meine zweite. Die erste habe ich nämlich kaputt gemacht. Ich zeige es euch. Kann man sich mal so gut erkennen. Aber sie war vorhin richtig flüssig, weil ich habe Buttercreme geschlagen. Also Butter geschlagen. Dann habe ich die warme Himbeersoße dazugegeben und dann war vorbei. Egal. Ich habe nochmal eine neue gemacht und habe die jetzt ohne diese warme Himbeersoße, weil das geht leider nicht so auf die Schnelle. Und habe einfach nur eine normale Buttercreme gemacht. So, jetzt mache ich mal den Ring hier ab. Schaut eigentlich ganz gut aus. Der Plan ist irgendwie, dass die Torte so ausschaut. Ich frage mich nämlich nämlich, ob ich das Ganze hier zum Eindecken nutzen kann. Probieren wir es einfach. Fertig ist die Torte, bitte ist sie nicht wunderschön geworden. Ich bin ja echt selbst von mir beeindruckt. Ich zeige euch mal das Ganze ein bisschen so näher. Schaut mal. Also, so schaut jetzt die Torte von der Lara aus. Wirklich wunderschön geworden. Mit diesen Deko-Elementen. Buttercreme ist wunderschön rosa. Dann habe ich hier noch so eine Kuvertüre, so eine Altrosa, die so schön runterrinnt. Und Blümchen habe ich reingesteckt, das ist Esspapier. Dann habe ich oben Marshmallows, Zuckerstreusel und so Lollis. Und das schaut so süß aus. Die kommen jetzt auf jeden Fall in den Kühlschrank. Oh, mein Herz, Mann. Schau mal, wie groß Nummer 7 ist, Lara. So groß wie du. Oh. Gefällt dir die Deko? Schau mal da. Du hast ein Panda-Bär. Und ganz viele Ballons da oben, hast du gesehen? Ich finde das ein Schönste. Oh, Nummer 7. Klar, mit ihrer muss ich mein Bett schlagen. Klar, du bist so alt, du könntest ihn als Stock verwenden. Mama, kann ich mit dem Steak? Steak to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Bravo! Oh nein! Komm, mach, machst du Geschenke aufmachen oder Torte essen? Okay. Papa Clown? Ein Labello mit Lollipop-Geschmack. Du magst doch Lollipop. Noch viel größer, noch viel besser. Ah, wer ist das? Belle heißt sie. Du wolltest doch die Belle, oder? Ja, die wollte ich auch. Die wolltest du auch, oder? Die vom Schöne und das Biest, oder? Zeig mal, was hast du denn? Wow. Sag mal, wie schaut sie aus von vorne? Wow, oh so God. Schön. Hat sie Zöpfe? Warte, gib's mir. Sie lacht. Boah, voll schwer. Boah, voll schwer. Hä, was ist das? Galaxy Slime Kit. Da sind Sachen drin, da kannst du selber Slime machen. Und so schön bunt. Ja, und Glitzer und so. Du magst das. Das leuchtet. Freust du dich? Hm. Ey, das ist Geschenk. Freust du dich, Lara? Ja, ja, bei dir. Marsha, der? Das ist ja kein Marsha, oder? Marsha, der? Marsha, der Bär. Meinte Marsha, der Bär. Wow. Sag mal. Wow! Oh, was ist das bitte? Philipp ist auch der Boss. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Da steht OMG drauf. OMG! Oh mein Gott!
Das verstehe ich doch. Ah, okay. Und ich kann das doch nicht. Und was ist das? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite. Was ist das denn? Was ist das? Eine LOL? Eine große LOL-Puppe. Da kannst du ja aufladen. Eine sehr große LOL-Puppe. Ich mach mal auf. Was ist das? Boah. Wow. Wow, zeig mal. Zeig mal, Lara, wie schaut sie da drinnen aus? Ist das schön? Mein Labello! Patrick, verwende dein Labello nicht! Niemand von mir! Oh. Oh. Wollt ihr jetzt Sorte essen oder? Ja! Ich habe den Papa noch nie so gesehen. Schaut schön aus? So. Lustig. Möchte bitte dein dünnes Stück. Das kriegst du aber nicht raus. Oh. Dankeschön. Ich wünsche Papa hat noch so lustige. Was ist? Alles normal. Das hast du immer aus, gell? Wo ist die rote Brille? Meine Nase ist abgefahren. Ah, oh, ich kann nicht mehr riechen. Lisa, magst du mit Lara spielen? Warte, Lara, das ist wieder für Geburtstag. So, meine Lieben, wir sind jetzt eben Auto. Wir fahren nämlich zum Indoor-Spielplatz ein bisschen. Macht echt Spaß. Macht echt Spaß? Ja. Ja, wir fahren aber jetzt auf jeden Fall. Mickey Mouse war noch nicht dort. Mickey Mouse? Ja, der Mickey Mouse ist ganz sehr. Hast du ihn mit? Nein. Ja, da bin ich auch ganz allein, aber weit. Aber. Nein, der passt auf die Hunde auf. Ja, und die Hunde auf ihn. Sie tun einfach nur sie kaputt machen. Nein, er kann nicht. Ja. Auf jeden Fall fahren wir zum Indoor-Spielplatz und danach gehen wir schön chinesisch und dann essen. Bällebad. Ja. Oh. Warum die Mama, wenn du so gemein zu mir bist? Und aber schmeckt. Muss mir auch eins schälen. Wir sind jetzt übrigens bei unserem Lieblingschinesen, oder? Oder ist das Japaner? Ist japanisch, gell? Aber ist wirklich gut. Hiro. Lara hat sich gewünscht, ihren Geburtstag hier zu essen, weil das hier wird das Essen mit einem Roboter geliefert. Gell, Luisa? Das ist unser Lieblingsessen nach Mama. Ja. Wie bitte, dass der Hund kommt? Der Hund? Wir haben keinen Hund, nur eine Katze gibt's hier, oder? Zu Hause, wie ihr sehen könnt, wir sind ja fleißig am Aufräumen. Nein, wer hat hier den Teppich angemalt, der Papa? Ja. Der Papa.
Wir machen jetzt hier die Party-Deko weg. Alle haben schon Pyjamas an, also ich und die Kinder, der Papa und Michelle noch nicht. Ara will noch alle ihre Spielsachen aufmachen. Schatzi, wir tun jetzt noch ein Stück Kuchen essen und dann gehen wir schlafen. Ich kann nicht mehr essen. Die Luisa wollte ein Stück Kuchen und ich will auch ein Stück Kuchen. Wir werden uns jetzt vom Geburtstagsvlog von der Lara verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.